Hey, ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir uns von der Schatzkammer wieder zurück in diesen Raum gekämpft, wo wir die Schlüssel hinterher stecken sollen. Und haben uns entsprechend jetzt immer wieder der Tür zugewandt, die bei unserem vorherigen Besuch dieses Raumes verschlossen war. Dort sind wir auf Miyoko getroffen und haben mit Hilfe von Kaiwali die Tür öffnen können. Und ja, haben entsprechend einen neuen Raum erreicht, den Panzerhandschuhraum, so heißt er, und haben auch ein neues Ziel: die vier Schlüssel finden. Ich habe Miyoko geholfen, an einem Tor vorbeizukommen, das ihr den Weg versperrte. Aber jetzt ist sie wieder vorbeigelaufen. Nee, jetzt ist sie wieder vorgelaufen. Sie ist ganz schön flink. Ich bin beeindruckt. Ja, sie macht ihre eigene Sache hier auch mal gegen Wei Long, dem wir hier schon mal begegnet sind, wo wir ihr mal geholfen haben, in einer ganz kurzen Folge. Statistik, ja, wir haben natürlich den Schatz jetzt gesammelt, den zweiten. Das heißt, uns fehlen nur noch 8 rote Pilze, 4 blaue Pilze, ein Trank und 2 Pistolen. Sollte man schaffen können. Und ich würde sagen, ja, wir machen weiter. Wir haben dort zwar was zu finden, da ist auch was. Ne, sind Feinde. Wo kommen die denn wieder her? Ich war hier noch nicht da. Toll. Herzlichen Glückwunsch. So. Okay. Oh, weg mit der. Nein, so geht das nicht her. Was willst du denn her? Okay. Was willst du denn? So geht das nicht her. Komm her! So blöde hier. Na also, jetzt ist mir das blöd genug gewesen. Das ist ein blauer Pilz. Also ein paar rote Pilze fehlen uns, aber naja, gut, ich nehme auch den blauen Pilz. Auch noch ein paar von uns fehlen. Wir haben einen davon. Ach, wie viel haben wir denn? Dann nehmen wir mal einen Halbpilz. Ne? Nehmen wir mal einen. So, okay, haben wir noch immer noch 10, 12, 11. Was haben wir hier? Nee. Ach nee. Mal gucken wir mal hier in dem Raum rum. Wir müssen da rein. Wir müssen uns darüber begeben. Oh Gott. Das sieht gleich schwerer aus als es ist, ehrlich gesagt. Wir müssen nur richtigen Moment dann loslaufen und darüber springen. Naja, so schwer ist das eigentlich gar nicht, ne? Aber das sagt sich auch alles leicht. Ja, okay, hier muss ich auch komisch hochklettern. Sonst ist hier sonst hier gar nichts. Na ja gut, wir müssen jetzt beiden immer hier rüberkommen, ne? Zum einen das und zum anderen dann rüber springen. Was machst du denn? Ja, was war das? Also ein bisschen komisch, der kann ja nicht normal hochlaufen hier. Er klettert mich hier hoch. Die Treppe ist so steil, dass du. Ach, das ist ja. Ah, herrlich doof, ne? Herrlich blöde. Ah, naja, was soll ich machen? So, das kann man machen, zum Beispiel. Ja, super, hat nicht. Ich habe jetzt keine Geschwindigkeit gehabt zum Hochlaufen. Zum Hochspringen. Okay. Er muss hier wirklich hochklettern, das ist ganz komisch in meinen Augen. Ah, naja. So, Sache. Eigentlich ist es nicht so schwer, aber es sagt sich so einfach. So, jetzt warte ich mal ab und dann können wir. Werden wir jetzt loslegen. So, jetzt. Alter, was war das denn? Hat funktioniert, aber. Das war jetzt ein weiterer Sprung, als ich eigentlich wollte. Es ist zum Glück nicht schief gegangen. Ich meine, er hätte locker problemlos auf der anderen Seite der Wand landen können, ne? Dann wären wir platt gewesen. Wie eine Flunder, aber. Zum Glück sind wir keine Flunder, wir sind ja nur Ramasabüa, also. So, trotzdem gucke ich nur mal rum, weil man nicht weiß, ob hier nicht noch was ist. Man weiß in dem Spiel ja nie, was so ist.
So, okay. Die Frage ist natürlich, was habe ich jetzt hier erreicht? Hätte ich rüberfliegen müssen? Meine kommen ja dann nicht nirgendwo hoch. Es ist nicht so schlimm. Ach so! Warte mal. Ach so. Geht's dann da weiter? Ah, alles klar. Okay. Jetzt verstehe ich das vielleicht mal. Was machst du denn? Dämlich bist du aber auch, hä? Manchmal bist du auch ziemlich dämlich. Es ist nur klar, das funktionieren soll. Man muss jetzt von einem Ding zum anderen springen und nebenbei den Pilzer mitnehmen. Okay, da war ich jetzt. Das war nix. Okay. Was war das? Keine Ahnung, was ich denn mache. Das ist schwieriger als das andere Ding hier. Okay. Na. Was? Man muss auch rechts sprengen, dann da landen, wo man. Natürlich geht das. Natürlich das keine Fehlertoleranz, dieses Ding hier. Natürlich nicht. Wer ist das eigentlich ausgedacht? Ja, es hat eine Fehlertoleranz, nämlich, dass man zu weit springt. Das ist die Fehlertoleranz, also das ist ja dämlich hier. Immerhin mache ich kein, immerhin verliere ich damit keinen. Einfach nicht hochklettern, hochspringen, mit Wand. Ey, man sieht nicht so viel was, aber vielleicht. Ne, man kommt da per Walljump theoretisch wahrscheinlich hoch, aber ich nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu blöd dafür für Walljumps in diesem Spiel. Okay. Ach, was soll das denn? Ach Mann, war ich jetzt bin weit gelaufen. Ich glaube das nicht. Das war jetzt auch nichts, ganz ehrlich. Mann! Fehler. Ein Fehler am anderen hier, muss ich mal so sagen. Ich mache zu viele Fehler. Fliegt voll gegen die Wand. Mann, kann nicht wahr sein. Ja, ohne mich sind die jetzt abge. Was machst du? Rückwärts rollen kannst du nicht, ne? Ja, gut, okay, dann halt nicht. Ja, was war jetzt? Was war das Problem jetzt? Ach Mann, ich krieg das momentan ja nicht hin. Bisschen dämlich bin ich. Bisschen dämlich. Ey, warum machst du das? Warum rollst du das da drunter? Was ist das? Was ist denn dahinter? Das einfach da hoch, Mann. Warum kommst du da nicht hoch? Warum kommst du da nicht hoch jetzt? Ich ärgere mich momentan ein bisschen zu sehr. Sag mal, alle runterfahren. Die ganzen Nerven. So, jetzt. So, warum war ich jetzt nicht hoch genug? Ich weiß es jetzt nicht, ehrlich gesagt, was jetzt anders war als vorher. So. Na, ich bin zu früh gelaufen. Ich mache mir momentan ein bisschen schwierig, ich weiß. Tut mir leid. Wir kommen auf Spielzeit, aber ich weiß auch nicht, was ihr sehen wollt. Ja, so muss ein Marfa funktionieren, ne?
Du musst mal voll funktionieren. So läuft das mal voll. Wenn man es gut macht, geht es auch im ersten Anlauf und nicht im 15. Aber naja, man kommt doch heute nicht hoch, weil ich da jetzt nicht hoch genug komme. Doch eigentlich schon, eigentlich, aber. Eigentlich müssen sie da hochkommen, aber ich befürchte, die kommen noch nicht hoch. Ich komme da nicht hoch, weil ich. Mit mehr Entschlossenheit da hoch mich katapultieren lassen muss. Es ist auch ein bisschen blöd manchmal. Komm her, kletter hoch da. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich die Entschlossenheit gehabt. Aber ich komm nicht, jetzt komme ich immer noch nicht hoch genug. Komme noch nicht hoch, aber was? Ich komme immer noch nicht hoch, ich bin noch nicht hoch genug. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch dämlich. Ich muss dann noch mit. Wie soll ich das noch machen? Ein bisschen, auch ein bisschen blöd, ne? Wieso gibt es da diese eine Spalte dazwischen? Was soll das? Okay. Jetzt komm ich lande jetzt hier und ich komme hier nicht höher. Verstehe ich jetzt nicht wieso, aber. Ich komme da jetzt nicht höher. Es muss ja irgendwie möglich sein, da irgendwie direkt da zu landen, wo man dann da hochklettern kann, aber irgendwie. Das läuft nicht so gut. So. Okay. Auch geschafft. Das war aber nix, das wird nix. Das wird nix! Da kam ich jetzt zu sehr ins Straucheln, was das angeht beim letzten. Das ist doof gelaufen. Nochmal! Jetzt bin ich zu tief geflogen. Es ist schwierig, ich krieg das nicht so gut hin. Es funktioniert nicht, wie sollte. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin zu blöd. Also, das war besser. Aber ich bin zu früh unterwegs, ehrlich gesagt. Ah, so lande ich wieder im falschen Punkt. Ja, toll, ey. Wie soll ich das denn machen? Ich mach was falsch hier. Und zwar so richtig, leider. Tut mir auch leid. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid, dass ich so doof bin. Was machst du? Was mach ich hier? Das ist mir schwierig, dieses Rätsel hier. Offenbar, ich kriege das nicht so gut hin. Toll, da komme ich nur so weit, aber ich komme da nicht höher. Nur warum nicht? Na, jetzt hier komme ich hoch. Warum ging das vorher nicht? Ich habe da noch nie ausführlich geguckt. Ah, alles umsonst, tut mir leid. Ärgerlich. Frustrierend zugleich. Guck mal, was hinter dieser Tür ist. Was meine Laune aufhellen könnte. Der nächste Turm. Das lohnt sich ja, hä? Okay.
Wie ist sonst hier nix? Hier fehlt ja noch ein Trank, das kommt nur dazu. Okay. Okay, Flammendes Inferno. Irgendwie hat dieses Spiel gerade einen Episodentitel von mir geklaut, ja. Denkt euch ein eigenes Titel aus. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Es tut mir leid, dass ich jetzt so dämlich da gescheitert bin an diesen Katapulten. Das war jetzt ziemlich natürlich blöde, hat ewig gedauert. Aber naja, so ist das. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.